Dankeschön. Schönen guten Nachmittag, liebe Festivalbesucherinnen und Festivalbesucher. Es ist ein Elevate-Jubiläum, das hat keine Scheu davor, sich mit den brennenden Themen der Gegenwart zu beschäftigen. Mit dem Titel What's Art Got to Do With It stellen wir uns hier heute bei dem Panel die Frage, also welche Rolle hat der Westen im Verhältnis zum Rest der Welt? Da freue ich mich, dabei zu sein. Mein Name ist Gesine Livia Payer. Ich darf durch die nächste Stunde führen, durch das Gedankenfeuer der Panelgäste führen. Damit meine ich die Persönlichkeiten, die eben einen Unterschied machen, die einen Umgang mit diversen Themen schaffen. Und dafür darf ich jetzt ganz herzlich an meiner Seite schon hier Veronika Naht, Anthropologin und Ethnologin, derzeit beim Disruption Network Lab in Berlin begrüßen. Ja, ihr dürft nochmal applaudieren, bitte. Hallo. Dann in einer sehr tollen Farbe, Ceci Leonard, Aktionskünstlerin, Filmemacherin und Gründerin und künstlerische Leitung von Radikale Töchter begrüßen. Hallo, Ceci. Hi, hallo. Und zu uns dazugeschalten aus Wien. Und ich meine, diese Stadt kann sich wirklich glücklich schätzen, dass er dort ist. Der Theatermacher, Filmemacher, politischer Aktivist, auch Autor und jetzt auch Intendant der kommenden Wiener Festwochen, Milo Rau. Hallo, Milo. Wir denken hier auch inklusiv, das heißt, wir werden im Anschluss zu diesem Panel auch die Möglichkeit geben, euch Fragen zu Fragen stellen zu lassen. Also ihr dürft gerne und ihr könnt Fragen stellen im Anschluss. Ja, ich habe einfach so eine Lust, eine kleine Einleitung von euch zu bekommen. Dazu kann ich sagen, also politischer Widerstand hat viele Gesichter. Kunst ist auch ein Mittel davon und es ist auch, wenn es nicht jeder als Kunst dechiffrieren kann, ist es natürlich Kunst. Und ich darf mich da an die Worte von Joseph Beuys wenden, die einzig revolutionäre Kraft ist die Kunst. Ceci, du kommst vom Zentrum für politische Schönheit. Du machst jetzt mit Radikale Töchter Empowerment für politischen Aktivismus. Warum ist gerade die Kunst die Form, die du gewählt hast für politische Veränderungen? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen davon erzählen, wie du dazu gekommen bist. Ja, gerne. Hallo. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein auf dem Elevate Festival. Also ja, okay, ich hole ein bisschen aus. Also ich komme ganz ursprünglich von der Kunst. Also ich habe meine Latein-Nachhilfelehrer war Graffiti-Artist und hat mich so mit 13,5 dazu gebracht, Züge zu sprühen. Latein habe ich gefailt danach in der Schule, aber das war sozusagen mein Weg in die Hip-Hop-Kultur und auch ja, eine super politische Kultur. Ich habe dann gerappt auch und ja, so der andere Background hole ich jetzt noch ein bisschen weiter aus, ist so, dass mich schon immer früh umgetrieben hat, wie konnten die Menschen im Nationalsozialismus so viel wissen, also auch wirklich gebildete HumanistInnen an Universitäten, an Plätzen, wirklich, die all dieses Wissen hatten, auch darüber, was passieren kann und warum haben sie nicht gehandelt. Und ich glaube, mich hat schon immer auch künstlerisch interessiert, so wie kann ich mit der Kunst Menschen inspirieren, in ein Handeln zu kommen, also dieses Wissen zu transferieren in eine Aktion. Und ja, vielleicht jetzt auch nochmal sehr abstrakt, aber ich glaube, die Kunst muss immer konkret werden oder sich entscheiden. Und deswegen ist es eine Handlung und eine mutige Tat eigentlich, wenn man sich entscheidet, so schneide ich oder diese Worte benutze ich. Und ich weiß nicht, ob Sie alle das Zentrum für politische Schönheit kennen, aber das ist ein KünstlerInnen-Kollektiv aus Berlin mit großen, ja, sag ich mal, medialen Installationen, Theater, die Sie gemacht haben. Und ich habe das bis 2019 gemacht und ich habe vor allem aber auch viel über die Arbeit des Zentrums gesprochen. Und
Was mich dabei interessiert hat, war, was passiert, dass das Kunstwerk nicht passieren muss während der Performance, sondern dass es auch reicht, darüber zu sprechen. Und auch dann entsteht beim Publikum dann in dem Moment so ein Wille, handeln zu wollen, also so inspiriert zu werden. Wow, das habt ihr gemacht, ihr seid einfach an die europäische Außengrenze gereist. Wie kann man mitmachen, wie kann ich selber Teil entweder davon werden oder wie kann ich was selber in die Welt bringen? Und das hat mich dazu geführt, Radikale Töchter zu gründen und wirklich nochmal mehr rauszugehen aus der Kunst- und Kulturszene, sondern wir arbeiten mit Auszubildenden im ländlichen Raum in Brandenburg, Thüringen, Sachsen und mit sehr unterschiedlichen Menschen und arbeiten über die Kunst und kommen so, inspirieren so ins Handeln zu kommen. Sehr weit ausgeführt, aber wir haben vielen Dank Zeit dafür. Veronika, du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, du bist eher in der BeobachterInnenrolle. Du bist ja Anthropologin, aber auch Aktivistin schon auch und Campaignerin, seit dem letzten Jahr eben, wie gesagt, beim Disruption Network Lab aktiv. Deine Arbeit konzentriert sich mehr auf die Meinungsfreiheit, Transparenz, Rechenschaftspflicht und du setzt dich auch für die Rechte von Whistleblowern ein. Könntest du aber vielleicht auch, wie das gerade Sessi gemacht hat, vielleicht ein bisschen deine Tätigkeit uns vorstellen und erklären? Gerne, ja. Also vielen Dank auf jeden Fall auch erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Also das hatte ich ja auch in dem Gespräch schon gesagt. Ich habe mich nie als Künstlerin verstanden und für mich ist das auch eine sehr neue Welt noch, obwohl ich sie sehr interessant finde und auch irgendwie mehr und mehr entdecke, was da so für Möglichkeiten in Synergien stattfinden. Ich bin gelernte Ethnologin. Ich habe die letzten 10 Jahre lange vor allem freiberuflich als Aktivistin im Schutz, im Hinweisgeberschutz gearbeitet und da hauptsächlich an der so einer EU-weiten Kampagne zur Einführung von EU-weitem Hinweisgeberschutz beigetragen. Das wurde 2019 dann im Parlament verabschiedet in Straßburg. Und jetzt so in den letzten Jahren auch nach und nach umgesetzt, sodass das quasi auch diese Kampagne in den Mitgliedstaaten nach und nach anfangen sollte, Wirksamkeit zu zeigen. Und dann war ich zwischendurch beim Investigativkollektiv Forensic Architecture, was auch nochmal seine ganz eigene Richtung hat. Und genau, jetzt beim Disruption Network Lab in Berlin. Wir machen so ein bisschen ähnlich wie Elevate, organisieren wir öffentliche Veranstaltungen und Diskursveranstaltungen zu unterschiedlichsten gesellschaftlich relevanten und kontrovers diskutierten Themen, auch an der Schnittstelle Zukunft, aber diskutieren viel mit anderen Aktivisten, Journalisten, Menschenrechtlern, Künstlern, Hinweisgebern auch sehr, sehr viel, weil die natürlich auch interessante Geschichten zu erzählen haben oft und aber nicht notwendigerweise immer so weit gehört werden, wie sie sollten. Unsere letzte Konferenz jetzt im November, die fand statt zum Thema Organized Crime. Da ging es so ein bisschen darum zu beleuchten, wie funktioniert das, welchen Einfluss hat das natürlich, also jetzt nicht auf der breitesten Ebene, aber eher so beispielhaft und auch wie kann Zivilgesellschaft sich dem entgegenstellen oder engagieren und wie sieht das aus. Und da war beispielsweise, der wird allen oder vielen im Raum ein bekannter Name sein, einer unserer Hauptgäste, Julian Hessenthaler, der Initiator des Ibiza-Skandals, der so ein bisschen erzählt hat über seine Erfahrungen mit der österreichischen Justiz. Genau, und die Idee ist so ein allgemein, glaube ich, und das ist auch das, wo ich persönlich irgendwie herkomme, ist über Diskurs nach Synergien zu suchen und zu verstehen, wie können wir uns als Menschen besser verstehen und auf Themen mitunter tiefer einsinken und damit vielleicht idealerweise eine bessere Gesellschaft gestalten. Danke. Ja, das ist ja auch ein Diskurs, der hier stattfindet. Es geht vor allem auch um Aktionskunst und das ist ein gutes Mittel, wenn nicht sogar das Mittel zur Wahl, wenn man eben in 100 Jahren auf uns schauen möchte und verstehen möchte, was wir denken, was wir fühlen, was haben die Menschen gedacht. Und da ist jetzt meine Frage jetzt auch an dich, Milo. Wie stellt man denn die Kunst und die Macht der Kunst
gegen die Macht der Politik, also um der Politik so den Boden ein bisschen unter den Füßen wegzuziehen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ja. Super. Ja, ich bin sehr dankbar, hier zu sein, und ich habe gerade begeistert gelauscht, weil ich glaube, wir machen sehr ähnliche Dinge. Ich bin in diesem großen Verein vom Zentrum für politische Schönheit, und ich weiß gar nicht, ob das bewusst ist, radikale Töchter sind ja auch im Rahmen der Festwochen in Wien, und zwar also zusammen mit der Klimabiennale. Und natürlich Forensic Architecture finde ich auch toll, und lustigerweise habe ich gerade gestern saß ich mit Julian Hessenthaler auch zusammen, und wir haben über diese Whistleblower-Problematik ja dann auch im Vorfeld noch länger gesprochen, weil das sind ja aktuell sehr zentrale Figuren, weil die ja Zugang geben zu Wissen, das im Grunde sonst nicht kursiert. Und man ist ja quasi nur mit den strukturellen Folgen dieses Wissens konfrontiert und kann die nicht und hat darauf keinen Zugriff. Ich glaube, was am Anfang gesagt wurde, wenn man zurückschaut auf beispielsweise den Nationalsozialismus und fragt, warum haben die Leute nicht gehandelt, dann glaube ich, ist es ein menschliches Grundproblem, dass man in zwei Welten lebt. Dass die eine Welt ist die Welt des Wissens und das andere ist die Welt des Handelns. Und man hat keine Möglichkeiten, vielleicht das zu verknüpfen. Und man hat sich auch daran gewöhnt, dass man es nicht verknüpft. Also ich kann zum Beispiel im Flugzeug von Köln nach Wien kann ich einen Artikel gegen den Klimawandel schreiben. Das ist überhaupt kein disruptives, emotionales Problem. Das geht. Und ich glaube, das ist die normale Weise, wie soll ich sagen, das ist die Dialektik der Aufklärung im Grunde. Und ich glaube, was tatsächlich die Kunst schafft oder der Aktivismus schafft oder vielleicht strukturell denkende Kunst, weil ich bin in dem Sinne vielleicht das Einzige hier kein Aktivist, ich bin eher ein Künstler, der zusammenarbeitet mit Aktivistinnen und Räume schafft, in denen Wissen und Handeln zusammenkommen kann. Und ein Beispiel, um das zu geben, ich habe mich sehr stark begonnen zu interessieren für institutionelle Arbeit, also jetzt natürlich die Festwochen. Aber wenn wir beispielsweise das Kongo-Tribunal nehmen, dann ist man, ich bin Schweizer, konfrontiert mit der Absurdität, dass wir eine Weltwirtschaft haben, wir haben auch kein Weltwirtschaftsgericht. Also das heißt, wenn du von einer Schweizer Firma im Ostkongo von deinem Land vertrieben wirst, dann gibt es kein Gericht, das du anrufen kannst. Du kannst das Kongolesische nicht anrufen, das Schweizer Gericht nicht anrufen, obwohl es eine Schweizer Firma ist, die dich im Kongo vertreibt. Und dann habe ich mich begonnen zu fragen, wir müssen zuerst fiktionale, aber natürlich mit dem Wunsch, dass sie real werden, Institutionen schaffen, die fehlenden Institutionen ersetzen und Handlungsmöglichkeiten geben, die durch ihre Wiederholbarkeit real werden. Und wir haben dann dieses, als Beispiel dieses Weltwirtschaftsgericht im Ostkongo geschaffen, das Kongo-Tribunal. Das war ein Versuch, diesen Raum des Wissens, des Austauschs, also wo dann Juristen aus Europa, aus dem Kongo, Aktivistinnen, natürlich auch Milizionäre, natürlich auch Leute, also auch die finstere Seite des ganzen Komplexes, Managerinnen und so weiter zusammenkommen und nach Handlungsmöglichkeiten suchen und wo eine mögliche Jurisdiktion, eine mögliche Rechtsfolge, ein möglicher politischer Raum sichtbar wird. Und das ist aktuell mein Interesse. Und natürlich, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich immer sage, es gibt kleine Änderungen, die man herbeiführen kann, also das wisst ihr, glaube ich, von Zentrum für politische Schönheit oder Forensic Architecture auch. Also dann wird vielleicht mal ein Minister entlassen oder vielleicht wird mal etwas wirklich bekannt und es gibt eine Initiative und etwas ändert sich. Man gewinnt in einem kleinen Fall. Also es ist nicht so, dass man dann dieses Weltwirtschaftsgericht gleich einführen kann. Und ich glaube hier, wie soll ich sagen, ja, mit kleinen Schritten zufrieden zu sein, ist sehr wichtig, und ja, das ist so der Kosmos, in dem ich aktuell, ich hoffe, wir kommen später noch auf Whistleblowing, ich würde einfach gerne ein paar Fragen stellen von meiner Seite, weil ich gestern mit Julian habe ich begonnen, darüber nachzudenken, und weil er auch erzählt hat von diesem das Projekt, das ihr habt und dass ihr gerne das auf EU-Ebene wie soll ich sagen, eine Rechtsprechung haben will, ein Rechtsschutz für Whistleblower, das würde mich interessieren, was hier die nächsten Schritte wären. Ja, also wir haben uns vorgenommen, darauf noch einzugehen. Jetzt möchte ich gerne auf dein Flugzeugbeispiel eingehen und einfach fragen, was ist denn ein wichtiger Motor für politisches Handeln?
wenn es nicht reicht, nur einen Artikel zu schreiben, sondern welche Fakten haltet ihr für wichtig, dass dieser Motor, dass man wirklich aktiv wird, angeht? Du empowerst ja sehr, sehr auch viele junge Menschen, stellst Fragen, machst Workshops. Da ist vielleicht die Frage bei dir gut aufgehoben. Ja, also ich würde erstmal nochmal sagen, was Milo gesagt hat, was die Kunst kann, ist, dass sie diese Räume ermöglichen kann, dass man sich etwas denken und vorstellen kann, was man sonst vielleicht nicht oder was noch nicht da ist. Und man kann es nachbauen oder vordenken oder eine Hyperrealität erschaffen, vielleicht auch etwas reenacten, was es sogar schon mal gab, und das auf die heutige Zeit anwenden. So. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, um Menschen ins Handeln zu bringen. Also wir brauchen diese Vorstellungsräume oder diese Möglichkeiten, wo wollen wir hin als Mensch, was möchten wir verändern, wie sehe das aus, wo wir hinlaufen. Und das ist ein krasser Motor, der uns dazu inspirieren kann, dass wir unseren Arsch hochkriegen und unsere Füße nicht hochlegen auf die Couch, sondern dass wir uns vorstellen können, das ist das, was uns begeistert, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir müssen uns sowas aber auch erstmal trauen. Und ich glaube, das ist so die Arbeit, was wir machen, ist, ich glaube, dass wir schon in einer Gesellschaft leben, wo uns eigentlich das total aberzogen wird von klein auf. Also selber in dieses Denken reinzukommen und Lösungen vorzuschlagen und vorzudenken, wie wir uns Schule vorstellen wollen oder wie wir uns unseren Sozialraum, Spielplatz und so weiter, also dieses Mitbestimmen, dieses sich selbst wirksam fühlen. Und da müssen wir eigentlich wieder anfangen. Also weil wenn wir Menschen haben möchten, die sich begeisterungsfähig einbringen, müssen sie auch erstmal das Gefühl haben, dass es sich lohnt, sich einzubringen. Und das sehen wir in Deutschland total oder auch sonst in der Welt, so dieses Gefühl zu haben, dass was bringt es denn, wählen zu gehen, jetzt erstmal so als kleinste gemeinsame politischer Nenner. Und ja, ich glaube, da müssen wir unbedingt mehr hingehen, hinhören, Fragen stellen, uns interessieren, aber auch ermutigen, dass man als einzelne Person einen Unterschied machen kann. Du hast jetzt am Anfang ganz stark genickt. Du hast wahrscheinlich auch Gedanken dazu, die du vielleicht aussprichst. Ja, also das Nicken bezog sich in erster Linie darauf, dass ich halt schon auch irgendwie, aber wie gesagt, es gehört auch gerade zu meinem eigenen Prozess, irgendwie lerne Kunst so als dieser spielerische, kreative Raum, in dem erprobt werden kann und in dem eben die ganzen Dinge, die noch nicht feststehen, irgendwie ausgetestet werden können, wahnsinnig wichtig ist. Und Ja, ich meine, wir haben ja auch, wir sehen ja, dass es Proteste gibt, die finden aber auch vielleicht oft nur im Internet statt. Also es werden viele Petitionen unterzeichnet. Und ich frage mich, ob wir als Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen bequem geworden sind oder zu feige, um uns diese Veränderungen, die du jetzt angesprochen hast, auch um uns für die einzusetzen, oder ist es eher ein Gefühl von Ohnmacht, das uns davon manchmal abhält zu handeln? Du hast mal zu mir gesagt, das ist so eine Komplexitätserschöpfung. Sind wir zu bequem geworden teilweise? Also ja, vielleicht, aber das hat dann auch wieder so eine verurteilende Perspektive, die man den Leuten, also ich will gar nicht allen unterstellen, dass sie faul oder bequem werden. Was ich mit Komplexitätserschöpfung meinte, ist tatsächlich, dass, also selbst ob das jetzt der Schnelllebigkeit der Medien geschuldet ist oder auch irgendwie allgemeiner politischer Kultur, ich glaube, dass wir in so einer Situation sind, wo wir viel zu wenig über Themen erfahren wir erfahren viel über Themen und verstehen sie aber eigentlich gar nicht richtig in der Tiefe, und damit wird so eine sichere Positionierung, die selbstsicher und nicht so direkt angreifbar ist, total schwierig und auf der anderen Seite auch weniger gefragt, weil einfach irgendwie jeder nur nach dem nächsten Dopamin-Hit auf Twitter sucht, und ich glaube, dann damit wird so eine gesunde Debattenkultur einfach untergraben. Und ich weiß nicht, ob das eine Positionierung ermöglicht, in der sich alle eben irgendwie auch wenig angreifbar machen und
sicher fühlen. Und das nimmt eventuell einfach dann auch die Sicherheit auf der Straße weg, sozusagen. Milo, du hast in deinem Buch die Rückeroberung der Zukunft auch über so eine Überinformiertheit gesprochen. Du hast also ein Beispiel angeführt, dass wir einen Text lesen mit Hyperlinks und uns immer wieder in den Hyperlinks verlieren und in einer ewigen Recherche, anstatt den Ursprungstext weiterzulesen. Ist das ein Problem, ist das das Problem der Gesellschaft, dass wir dann vielleicht ein bisschen zu wenig aufstehen und aktiv werden? Ja, es gab diese Untersuchung, die haben Krieg und Frieden von Tolstoi online gestellt und haben eigentlich Hyperlinks unter alle Wörter gelegt. Und ich glaube, in der ersten Zeile heißt es, die Gräfin so und so empfing in ihrem Salon in Moskau. Und bei Moskau waren schon 99% der Leute weg, weil sie dann nachgeguckt haben. Und bei Gräfin schon 70%. Was ist eine Gräfin? Was ist Moskau? Und ich glaube, wir haben eine... Ja, also das ist wirklich eine Veränderung unserer letztlich sozialen und politischen Intelligenz, die wirklich in den letzten 50 Jahren, vielleicht seit dem Buchdruck, keine Ahnung, aber seit dieser Hyperlinkisierung von eigentlich allen längeren Geschichten irgendwie stattgefunden hat. Auch wenn ich Theater mache, dann weiß ich einfach immer, wenn ich die ersten 20 Minuten, muss ich diesen ganzen Apparat runterfahren. Die ersten 20 Minuten müssen wahnsinnig langsam und langweilig sein, damit dieser Prozess runterfährt und die Leute sich dann wieder auf was einlassen können. Und ganz gefährlich ist es, dieses Horror-Vacui-Ding zu bedienen, auch noch in der Kunst, auch noch im Diskurs. Also ich glaube, wir müssen recht starke Bilder und recht starke Dinge fassen, die uns ergreifen in ihrer Totalität, wo wir wirklich rausfinden wollen, was ist das eigentlich? Also eine fast schon neoreligiöse Kunst im Grunde, wo du mit etwas affiziert bist, das du nicht verstehen kannst, in seiner kathartischen Komplexität. Und ich glaube, das ist zum Beispiel das Zentrum für politische Schönheit ziemlich gut, in der Widersprüchlichkeit der Aktionen, wo man zum Beispiel moralisch total durcheinander kommt und dann gar nicht mehr googeln will, was sind da eigentlich die Fakten, sondern fragt, ist diese Tat die richtige Tat? Und ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig, dass wir wieder quasi von der Tat, ja, vom Gesamtkomplex, von der moralischen Verunsicherung, von unserer Gesamtmenschlichkeit hier beginnen zu denken und nicht nur als intellektuelle Wesen oder nicht nur als Dopaminopfer, weil natürlich will man nicht wissen, was Moskau ist, sondern klicken gibt einfach eine Ausschüttung von Dopamin per se. Also man will ja dann gar nicht mehr, wenn man dann bei Moskau ist, dann interessiert einen Moskau bereits nicht mehr, oder wenn man bei der Gräfin ist. Und ich glaube, das zu durchbrechen ist die Aufgabe tatsächlich der Kunst. Und ich glaube, sie existiert dafür, dass diese Räume der letztlich der Aufmerksamkeit, um es ein bisschen konservativ auszudrücken, wieder geöffnet und geschaffen werden. Ja, ich würde auch sagen, also was ich so beobachte, was uns auch vom Handeln abhält, und das meinst du wahrscheinlich auch, oder du auch, ist auch dieses, also das merken wir viel in unserer Arbeit, dass die Welt und die Probleme der Welt einem so groß vorkommen. Also wenn man dann fragt, so, zu was möchtest du eine Kunstaktion machen? Und dann die Leute, die sagen dann sowas wie das Patriarchat oder Feminismus oder sowas, ne? Und dazu lässt sich keine Kunst machen, erstmal. Und ich würde auch sagen, mit dem Zentrum, ne, wir brauchten immer was ganz Konkretes. Und danach ist das entstanden, Milo, was du auch sagst, so diese ganzen Layers und Ebenen und Hinterfragen und sowas, das kam aber erst danach. Es gab immer eine ganz konkrete Aussage von einer Politikerin oder einem Politiker. Es gab eine konkrete Handlung, es gab eine Straße, ein Ort, ein Platz. Das heißt, sozusagen, um in dieses Handeln und Kreieren zu kommen, brauchte man erstmal das Konkrete. Und ich glaube, ich würde schon auch sagen, dass das für uns auch als Menschen total wichtig ist, wenn wir aktivistisch unterwegs sein wollen, dass wir uns trauen müssen. Wie ich anfangs schon sagte, einmal zu sagen, mir geht es nicht um die Klimakrise, sondern vielleicht die Vermüllung in meinem Stadtpark. Und dann kann man natürlich im weiteren Schritte dann sozusagen diese ganzen... ja, diese Ebenen drüberlegen und diese Spielereien. Aber man braucht erstmal den Mut, dieses konkret zu formulieren. Und es darf auch sein, dass diese Dinge hintereinander stattfinden. Das ist auch was ich total merke, dass wir manchmal so Angst haben. Wir denken, oh Gott, ich müsste ja dazu was machen. Und das darf auch nacheinander passieren. Also ich darf mich 3 Monate mit dieser Thematik auseinandersetzen, so wie es KünstlerInnen auch tun in einem Projekt.
Und dann kann ich sagen, und danach kümmere ich mich um was anderes. So. Und das ist in Ordnung und das ist gut. Aber wenn ich alles gleichzeitig machen will, dann wird nichts draus. Dann werden wir nichts verändern. Wir werden auch nicht ins Handeln kommen. Und mir ist noch ein Gedanke dazu eingefallen, aber den habe ich jetzt vergessen. Aber vielleicht tun wir. Ja, ich wollte gerade sagen, komm zurück, weil dazu, ich finde das total lustig, dass du das ansprichst, weil wir hatten im Vorgespräch ja auch uns irgendwie so mit dieser Frage erfolgreicher Veränderungsanstoß, erfolgreichen Veränderungsanstoßes oder Kampagnenarbeit ausgetauscht. Und ich weiß, dass ich das, also gerade im Kontext dieser EU-Kampagne, die ich immer als wahnsinnig erfolgreich, also gerade weil sie halt auch so eine gewisse Gradlinigkeit hatte und einfach ein, wie sage ich jetzt mal, EU-Gesetz relativ gutes Produkt dann am Ende geliefert hat, auch immer daran aufgehangen habe, dass sie so erfolgreich war, weil sie unter anderem auch ein sehr konkretes, klares, greifbares Ziel hatte, was man einfach verkaufen konnte, wo ein Haufen Leute sich irgendwie aus verschiedensten Ecken und Perspektiven hinter versammeln konnten. Und das Ding an der Sache ist aber, glaube ich, und das macht Aktivismus manchmal auch so schwierig, wie du das auch schon gesagt hast, dass das halt, wie soll ich sagen, das passiert einem auch nicht jeden Tag. Also das ist so, das gibt dann so, da solche Sachen reifen und da muss man, muss es irgendjemanden geben, der die erkennt und irgendjemanden, der die Kommunikation darum gut gestaltet, dann braucht es irgendwie politischen Willen, also da kommen dann ganz viele Sachen zusammen, aber auch dieses konkrete Ziel lässt sich nicht einfach so aus dem Nichts unbedingt immer sofort definieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Also und ich glaube, da tut sich oft, ja, Aktivismus nicht so einen großen Gefallen, eben nicht zu groß und auch vor allem zum falschen Zeitpunkt und manche Sachen ranzugehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Ich meine, du hast vorher, als ich gesagt habe, so sind wir zu träge, hast du ein bisschen so verneint, um nochmal zu einer Frage vorhin zurückzugehen. Ich wollte es auch gar nicht so ein schlechtes Bild von der Gesellschaft darstellen, weil wir beobachten ja auch viele Proteste. Es gibt ja auch zehntausende Klimaaktivistinnen, die zum Beispiel gegen den Kohlebau in Lützerath demonstriert haben. Und das war auch wirklich beeindruckend zu beobachten. Und da hat sich heraus, also gut, es ist trotzdem wird's gebaut und das ist ja das Problem, finde ich immer wieder, dass man sich eben in diesem niederschmetternden Moment sieht, die Hoffnung vielleicht ein bisschen verliert. Und da ist meine Frage, geht es denn dann immer auch um das Ergebnis, also auch an euch drei? Wie wichtig ist dann ein Ergebnis, das man erzielen wollte im politischen Aktivismus? Oder geht es nur darum, das zu machen? Also ich würde zum Beispiel schon auch unterscheiden, da unterscheidet sich für mich ganz klar politischer Aktivismus von politischer Kunst, weil beim politischen Aktivismus geht es meiner Meinung nach noch viel mehr um das Ergebnis und für die politische Kunst geht es darum, vielleicht eine Diskrepanz aufzudecken, etwas anzustoßen, eine Dissonanz sichtbar zu machen, Schmerz darzustellen, etwas hochzuholen, was vielleicht viel weniger messbar ist, was dann bei den ZuschauerInnen rauskommt. So, das würde ich so sagen, ist so der Kernunterschied für mich, aber bin ich auch ganz interessiert. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man nicht am Anfang über das Ergebnis nachdenkt, weil das fängt schon ganz häufig an, Menschen überhaupt zu lähmen, weil gerade in diesen Problematiken, wenn es um große Themen geht in dieser Welt, so, die so essentiell sind, dass wir die bekämpfen müssen, den Hunger oder wie wollen wir mit den Grenzen umgehen, sowas, das sind so große Themen, die würden uns Angst machen, wenn wir nur handeln würden, wenn wir das Gefühl hätten, wir könnten sie besiegen, sage ich jetzt mal, und was verändern. Von daher, glaube ich, ist es ganz wichtig, ja, da auch, glaube ich, so eher diese Lust zu empfinden zum demokratischen Arbeiten, an diesen Humor, diese, ja, das ist einfach ein Prozess und das wird nie fertig sein und das muss irgendwie Spaß haben, das muss sich gut anfühlen, so man, genau, und dann, dass man dranbleibt und weitermacht, so das versuchen wir viel damit zu arbeiten. Milo, du bist ja auch öfter da, wo es brennt oder gebrannt hat. Du stocherst quasi da herum und findest heraus,
findest Dinge heraus. Ich frage mich, was dich dann antreibt, eben genau diesen Mut zu haben. Andere würden ja wahrscheinlich weniger in der Kultur genau da hinschauen. Ja, woher nimmst du diesen Mut? Ich meine, faktisch, wie gesagt, ich bin Schweizer und die Schweizer Wirtschaft ist überall, ist immer schon da gewesen. Nur die Schweizer Kunst und der Schweizer Aktivismus ist nicht da. Und ich treffe dann auch immer auf ganz viele Schweizerinnen und Schweizer, die da ihre Firmen haben, im Kongo, im Mittleren Osten, in Russland, in Lateinamerika, in Brasilien und so weiter. Also das ist die größten Firmen, Nestle ist in Brasilien, Glencore ist ist im Ostkongo und es ist fast eine nachholende Handlung, habe ich manchmal das Gefühl. Es ist aus absurden Gründen, hat sich nur die Ausbeutung globalisiert, aber nicht zum Beispiel die politische Empfindsamkeit, die Zivilgesellschaft. Das hat sich nicht globalisiert und das ist immer etwas, was mich verwirrt hat und ich dachte, man müsste das wieder zusammenbringen, weil im 19. Jahrhundert, als man den Nationalstaat gemacht hat, das war ja auch eine Universalidee und man war plötzlich loyal mit irgendwelchen Leuten, die weit weg wohnten und einen ganz anderen Hintergrund hatten und das haben die Leute verstanden und das hat sozial und als Erlebnisraum hat die Nation ja funktioniert und funktioniert bis heute. Warum ist es nicht weitergegangen? Das ist immer so das, was mich verwirrt. Und warum können wir nur im Moment empfinden? Warum haben wir keine zukünftige Empfindsamkeit? Warum ist die Vergangenheit immer etwas Vergessenes und im Grunde fast schon Unwahres, das überholt ist? Also wie können wir im Grunde den technischen Fortschritt oder den Moment, wo wir als Weltgemeinschaft stehen, können wir politisch als Zivilgesellschaft nachholen? Und da sehe ich die Kunst tatsächlich, und ich glaube, wir kreisen um diese Frage, als die Fakten mit Handlungsmöglichkeiten zu verbinden, und zwar mit konkreten Handlungsmöglichkeiten, und zwar konkrete Fakten. Die meisten Schweizer wissen gar nicht, dass wir einfach keine Rohstoffe haben und dass andere sie haben und wir sie ihnen wegnehmen. Und dass wir in einem kriminellen Zusammenhang die reichste Nation der Welt geworden sind, die in Wahrheit die ärmste ist. Also dieser Zusammenhang ist nicht bekannt, dass die größte Schweizer Firma 400 Milliarden Umsatz im Jahr hat, 10-mal mehr als die ganze Schweiz, ist auch nicht bekannt. Und dass wir nur davon leben, dass die Steuern zahlen in der Schweiz. All das ist schon mal grundsätzlich unbekannt. Und dann, dass man noch einen Schritt machen kann, als ja politisch erzogene Generation gewissermaßen da was zu ändern, wird schon gar nicht in Betracht gezogen. Und ich glaube, das sind so die Bereiche, in denen ich arbeite. Und wenn ich dann ein Beispiel nehme von einer Verbindung, die ich herstelle, zum Beispiel den Ostkongo, den ich genannt habe, dann ist das eine Verbindung, die ich nachhole und wo ich einfach versuche, der noch eine zivilgesellschaftliche Wahrheit und Handlungsmöglichkeit zu geben. Aber im Grunde ist es, ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwo hingehe. Wenn ich in den Ostkongo gehe, dann gehe ich in die wahre Schweiz. Also es ist leider bedauerlicherweise so. Das sind zwei Seiten der gleichen Historie. Und ich glaube, die zwei Seiten zusammenzubringen, also ähnlich wie man sagen kann, die deutsche Gegenwart, die deutsche Vergangenheit, die deutsche Zukunft sind eine Sache, weil dieser Holocaust hat stattgefunden. Das ist eine ewige Gegenwart und eine ewige Möglichkeit der Zukunft, so oberlehrerhaft das jetzt leider auch klingen mag. Es ist einfach so. Und ich glaube, diese Zeittiefe und auch die Raumtiefe zu entwickeln, in der wir in Wahrheit leben und sie erfahrbar zu machen, das ist das, wo ich das Gefühl habe, wo wir alle drei dran arbeiten im Endeffekt. Also wie gesagt, ich bin Theatermacher und Anthropologin und Aktivistin, aber im Grunde ist es das gleiche Feld, habe ich den Eindruck. Du hast so gewirkt, als würdest du das noch dazu ergänzen. Jetzt wollte ich dir das Wort weitergeben. Aber ja. Ich hör auch so ein bisschen raus, dass auch eines der großen Themen Transparenz ist, zumindest auch zu der Vergangenheit zu stehen. Und irgendwie scheint die Welt auch ganz selten in der Lage zu sein, ehrlich und offen und transparent zu sein. Und ich möchte jetzt an dich die Frage stellen, warum sind wir nicht dazu in der Lage? Ja, das ist eine große Frage. Ich weiß, für mich ist ganz viel, ehrlich gesagt, auch immer, weil Gesellschaft ist ja auch nur so gut wie ihre Sammlung an Individuen. Ne? Und wir sind alle sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, die Sache ist immer, ich habe so den Eindruck, dass wir in so einer Welt leben, die Verletzlichkeit nicht so richtig gut zulassen kann, schon für uns
individuell und dann erst recht nicht im Kollektiv. Woran das jetzt liegt, ist, glaube ich, schwer zu definieren. Also wir hatten vorhin das ganz kurz angesprochen, so diese, okay, hat das was mit so einer gewissen Stärkekultur des Patriarchats zu tun? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ja, wir sind allgemein, sehe ich nicht unbedingt, dass wir irgendwie in einer Welt leben, die darauf getrimmt ist, Schwäche anzuerkennen und oder nicht Schwäche, sondern Fehlbarkeit. Also das ist eben auch das, worum es beim ganz klassischen Whistleblowing zum Beispiel immer geht, ist, dass jetzt gerade auch so, wie das rechtlich betrachtet wird, wenn man jetzt mal von diesen ganz öffentlichkeitswirksamen Fällen wegkommt, da oft auch die Entwicklung einer Unternehmenskultur zum Beispiel im Vordergrund steht, die anerkennt, dass Menschen Fehler machen und dass es für niemanden von Interesse ist, die unter den Teppich zu kehren, sondern irgendwie eben anzugestehen, okay, das passiert und wie können wir das Problem lösen? Wie können wir möglicherweise rektifizieren, was irgendwie kaputt gegangen ist, aber dann auch irgendwie dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert und das quasi analysieren, ohne irgendwie großartig anzuprangern und Schuld zuzuweisen und mehr meinetwegen Verantwortlichkeit zu suchen und das dann abzuarbeiten. Und irgendwie, ich meine, früher oder später lässt sich das, glaube ich, nicht vermeiden, weil wir müssen als Menschen diesen Teil der Menschlichkeit akzeptieren und annehmen. Oder wir richten uns halt einfach zugrunde, das ist auch eine Möglichkeit. Aber wie kann man denn dann auf gesellschaftlicher Ebene eben Offenheit und Verletzlichkeit fördern oder fordern auch? Also meine Antwort ist dann generell, glaube ich, immer eine diskursive und sich das gegenseitig einzugestehen und nochmal auf so kleinster Ebene einfach irgendwie darüber zu reden, wo ist man selbst quasi bemängelt auf eine Art und Weise und mit sich selbst und dem Gegenüber damit offen und ehrlich umzugehen, weil nur von da aus kann sich das quasi ausdehnen, dass das irgendwie dann auch gesellschaftlich Feuer fängt. Aber Thema Whistleblower, also zum Beispiel Ivica oder Assange sind klare Fälle, dass die bekannt werden mussten oder bekannt werden. Ich frage mich, wann sagt man, dass etwas vom öffentlichen Interesse ist und wann nicht? Also da musste ich lachen auch, wenn wir dazu eine gute Definition finden, die juristisch stichhaltig ist, dann sollten wir die nach Brüssel schicken, weil ich kann mich erinnern, dass sie damit nämlich auch immer gekämpft haben. Also diese Frage nach, wie definieren wir das öffentliche Interesse, ist unfassbar schwierig. Mhm. Meiner Ansicht nach ist das immer was von, okay, wenn sich halt ein Haufen Leute dafür interessieren, dann ist wieder die Frage, wie definiert man den Haufen? Aber ich glaube, wenn es eine Mehrheit oder zumindest eine signifikante Zahl an Leuten interessiert beziehungsweise interessieren sollte. Und am Ende Politik der Mehrheit oder der Allgemeinheit auch dienen sollte und nicht andersherum. Und ich weiß nicht, ich meine, die Sache ist dann natürlich, da kommen wir dann wieder zu diesem Politikverdrossenheitsproblem zurück, dass das natürlich auch untergeht, wenn die Leute aufhören, sich zu interessieren, aus welchen Gründen auch immer. Und da haben wir ja auch zum Beispiel im Kontext von dem Fall Assange gemerkt, dass der so ein bisschen über die Jahre, wird jetzt so zuletzt weniger, als jetzt nochmal dieses Auslieferungsverfahren anstand, aber oder debattiert wurde, aber über lange Strecken sich die Öffentlichkeit auch nicht lange so viel dafür interessiert hat, wie sie das im eigenen Interesse vielleicht gesollt hätte. Ob das jetzt wieder Müdigkeit ist oder vielleicht auch ein bisschen, da haben ja die Medien jetzt auch nicht unbedingt den besten Job gemacht über die weiße Strecke. Aber genau, jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt, aber ich glaube, öffentliches Interesse liegt immer dann, wenn es halt wirklich irgendwie die Allgemeinheit betrifft und auch die Allgemeinheit Bescheid wissen sollte. Sehr gut. Dann Milo, du beschäftigst dich ja auch sehr mit dem Thema. Ist das jetzt bei den Wiener Festwochen für dich auch ein Thema oder kannst du überhaupt schon was dazu sagen? Ich weiß, ihr habt morgen erst die Pressekonferenz zu den Inhalten der Festwochen, aber das Thema Whistleblower ist dir auch ein großes Anliegen in deiner Arbeit.
Ja, was klar. Also ich bin ja auch in Belgien, in Frankreich, beispielsweise im Unterstützerkomitee von Assange, oder ich habe mit Wolfgang Kaller, Christoph Marchand, also den einigen Anwälten von ihm, viel zusammengearbeitet. Und die Frage, die ihr gestellt habt, und das war ja auch in unserem Vorgespräch, kommt immer sofort die Frage, was ist eigentlich von öffentlichem Interesse? Weil der Witz ist, da ist ja diese Frage von Prozessen, die so fehleranfällig sind manchmal, also zum Beispiel Probenprozessen oder Arbeitsprozessen, wo natürlich, wie soll ich sagen, Whistleblowing extrem destruktiv sein kann und weil die Medien so funktionieren, dann oft ein personalisierter Shitstorm aus einer vielleicht strukturellen Problematik wird. Und das ist die große, oder das ist einfach, das ist die Frage, die mich daran interessiert, weil Whistleblowing ist ja zugleich das Problem wie auch die Lösung für extrem viele Probleme. Ich glaube, jeder Boulevardjournalist versteht sich selbst als Whistleblower. Und das ist natürlich das ist die Bildzeitung, diese Journalisten, dieser Club von Irren, die sehen sich alle als kleine Assanges. Und das ist ja der Wahnsinn. Also wo verläuft die Linie? Und das zum Beispiel, also ich habe schon aus meiner Arbeitsweise gemerkt, da ist komplett Transparenz extrem gut. Also wir haben in eine institutionelle Erfahrung ist, was ja eigentlich im Kunstbereich fast die meisten Probleme hervorbringt, ist, dass der Probenprozess verborgen ist und es nur die Premiere gibt im Theater. Und im Grunde alle Machtprobleme passieren während den Proben. Und wir haben in Gent einfach, als wir angefangen haben, das ist ein Theater, eine Stadt in Brüssel, gesagt, Regel 4, alle Proben sind offen, jeder hat immer das Recht, an die Proben zu kommen. Das ist einfach ein Recht. Und wenn jemand fragt, sagt man, du musst nicht fragen, du hast das Recht. Und das quasi offen zu legen, dass man einfach vielleicht gar nicht sagt, was muss man offenlegen, sondern von Anfang an sagt, was muss eh offengelegt sein, institutionell von Anfang. Also versteht ihr, was ich meine? In Belgien sind zum Beispiel die Löhne von, und in den Niederlanden sind die Löhne von allen Staatsangestellten offengelegt. Ich weiß nicht, ob die jetzt stimmen, aber da muss kein Whistleblower kommen und das rausfinden, sondern es ist jedem klar, dass es von Anfang an offengelegt und das ist ein fairer Deal gewissermaßen. Und vielleicht ist die Problematik dadurch noch breiter, dass man die Whistleblower sichern muss, solange es sie braucht, aber eigentlich eine Gesellschaft schaffen muss, die Prozesse offenlegt, die aktuell, weil wir ja nur eine Pseudo-Neoliberale, eigentlich sind wir eine feudale Gesellschaft, die das ständig vor sich selbst verbirgt und dass wir einfach das quasi beginnen offen zu legen und dann kann auch eine Änderung, glaube ich, stattfinden. Also ich habe ja erst, also ich sage es ganz offen, in dem Moment, wo man erfährt, was ein künstlerischer Leiter ein Theater kriegt, versucht man weniger zu verdienen, dass man nicht schlecht dasteht. Also ich habe das irgendwie bei Ivo van Hove oder bei anderen wirklich großen Institutionen gesehen. Und jetzt natürlich ist das erste Jahr bei den Festwochen, wenn wir diese, wir nennen es Verfassung machen, also was legen wir offen am nächsten Jahr, wie kuratieren wir, haben wir Quoten, was ist Nachhaltigkeit, dass das ganz klar ausdefiniert, explizit gemacht wird. Und dann sind gewisse Prozesse einfach transparent und da muss auch niemand mehr petzen, gewissermaßen. Also das, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kann, glaube ich, diese Entspanntheit kommen, dass man Verantwortlichkeiten Transparenz irgendwie auf eine alltägliche Weise zusammendenkt. Ich weiß nicht, ob das war jetzt auch ein bisschen wir im Ende, aber es ist halt sehr praktisch im Endeffekt. Ja, wir haben alle sehr, oder ihr habt alle sehr viele Gedanken. Das ist nicht wir, das ist sehr schön auch zu hören. Wie kann man denn Transparenz, also es gibt ja Länder, die haben bessere Transparenzgesetze als im deutschsprachigen Raum. Ist das eine humane Frage oder ist das länderspezifisch? Veronika? Ich weiß nicht. Ich glaube, das hängt von ganz vielen komplexen Faktoren ab. Dann ist es ja auch immer eine Frage, wann ist es wie politisch opportun, in welchem Zusammenhang. Also ich kann mich zum Beispiel so dieser Schub, dass Europa angefangen hat, sich für eine Hinweisgeberrichtlinie zu interessieren, jenseits vom Aktivismus her, also oder von bestimmten aktivistischen und gerade so Meinungsfreiheits NGOs, der kam grundsätzlich vor allem für die Europäische Kommission auch erstmal aus so einer monetären Richtung. Es hatte was damit zu tun, dass es, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert, aber es gab diesen LuxLeaks-Fall,
wo auch ein Hinweisgeber quasi Steuerbetrug in Luxemburg aufgedeckt hat. Und da ging es ans Geld und da ging es auch der Europäischen Kommission ans Geld. Und das war dann plötzlich in dem System, in dem wir leben, ein super Anstoß, um sich zu überlegen, okay, müssen wir da vielleicht mal was machen, weil wir könnten irgendwie einen ganzen Haufen veruntreuter Gelder einsparen. Und deswegen, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das immer die Motivation ist. Ich möchte schon auch irgendwie davon ausgehen, dass es irgendwie sowas wie manchmal irgendwie ethisch eingestellte politische Kräfte gibt, die einfach auch nur, naja. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist irgendwie eine kulturelle Angelegenheit, sondern ich glaube, es hängt irgendwie von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Ceci, wie kannst du denn als Aktionskünstlerin auch Whistleblower unterstützen? Gibt es da die Möglichkeit oder unterstützen? Ja? Ich muss nur noch mal so stolpern. Ich glaube, also ich kenne mich mit dem Thema wirklich nicht gut aus, muss ich auch sagen. Nicht. Aber vielleicht auch viele vom Publikum nicht. Und deswegen war für mich, also mein Bild von einer Whistleblowerin war immer, dass das eine Person ist, die für ihre Überzeugung gegen jede, gegen alles ins Feld zieht. Also sie verliert den Job, sie verliert das Land, sie verliert die Zugehörigkeit, sie verliert ihre Freiheit. Das war für mich viel diese Definition von jemandem sozusagen. Und das wäre für mich auch entgegen zum Beispiel zu den BildreporterInnen, die ich nie so bezeichnen würde, auch wenn sie es vielleicht selber denken, weil das Opportunisten sind, die irgendwie geil die Karriereleiter hochsteigen wollen, mit was auch immer sie hervorbringen. So, also das, so habe ich das so, ja, keine Ahnung, wenn man so eine Snowden-Doku sieht oder so, gesehen. Das würde mich nochmal total interessieren. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, auch was Milo gesagt hat, das würde mich wirklich total interessieren, weil ich diesen Probenprozess auch immer so als was so ganz Intimes auch wahrgenommen habe. Auch so ein, sage ich mal, so ein Schutzraum, also so ein Raum, in dem ich auch mich ausprobieren darf als Künstlerin und mutig sein kann oder auch über eine Stränge schlagen darf oder auch so, ich weiß nicht, dass ich fast, dass das was ist, was in Ordnung ist, dass das da nicht transparent ist, dass das geschützt wird, dass das intim bleibt und dass man dann daraus aus den Ideen, die dort entstehen, dann sich entscheidet, was möchte man sozusagen an die Öffentlichkeit tragen. Und gleichzeitig verstehe ich natürlich auch, dass natürlich ganz viele Missbrauchsfälle auch gerade in der Kunst- und Kulturszene auch stattfinden und Übergriffe, wo es wichtig ist, auch so darüber zu sprechen und das öffentlich zu machen. Aber das waren so die beiden Sachen, die mich nochmal interessiert hätten. So, also wann da, vielleicht auch nochmal eine größere Frage, also wann ist das auch, was ist okay, dass es nicht transparent gemacht wird? So. Ja, ich sag dazu nochmal ganz kurz, also genau, also ich meine, so wie das quasi auf so einer ganz einfachen und irgendwie gut etablierten und nicht besonders politisch kontroversen Ebene diskutiert wird, ist Whistleblowing erstmal eine arbeitsrechtliche Angelegenheit. Also das ist was quasi, wo Missstände am Arbeitsplatz bestehen, die nicht bestehen sollten, die entweder einen Einfluss auf Abläufe haben oder die Menschen gefährden oder andere Dinge, Natur gefährden oder also einfach wo Gefahr besteht, ja, entweder weil nicht anständig reguliert ist oder weil Menschen Fehler gemacht haben, ne? Und das so der ursprüngliche Anspruch ist, erstmal zu regulieren, dass diese Leute da eine Meldung machen können und dass das entweder intern passiert oder ob das direkt unter bestimmten Umständen an die Presse auch gehen darf, je nach Kontext. Und und so war das halt vorher, da ging es noch überhaupt erstmal gar nicht um diese ganzen großen, super kontroversen Chelsea Manning-Geschichten, sondern ganz einfache Fälle in einer Kultur, die Transparenz so ein bisschen unter den Teppich kehrt, buchstäblich, dass diese Leute als Nestbeschmutzer betrachtet worden sind und irgendwie halt an den Pranger gestellt, anstatt dass man sich dem Problem gewidmet hat und man buchstäblich einfach den Messenger abgeknallt, anstatt sich mit der Botschaft auseinanderzusetzen. Das wird jetzt so zumindest auf rechtlicher Ebene ein bisschen anders betrachtet.
Dann gibt es immer noch so diese Frage, okay, was, wie du auch gesagt hast, was darf berichtet werden, was nicht. Oft, in den meisten Kontexten, sind Dinge, die nationale Sicherheit, die das Militär, die die Polizei betreffen, ausgeschlossen von solchen Mechanismen. Meiner Ansicht nach hat das was damit zu tun, dass Regelungen in so einem Bereich überhaupt erstmal anerkennen würden, dass da Macht nicht absolut sein kann. Und das ist nochmal eine ganz andere Debatte. Und dieses Zugeständnis hat halt keiner Bock, irgendwie drauf zu machen. Ne? Und für mich selber ist zum Beispiel Julian Assange kein Whistleblower, das ist ein Editor. Das ist eigentlich, wenn, dann ist er Journalist und er wird auch quasi, deswegen fällt das nochmal in so eine andere Pressefreiheitsdebatte. Sein wirklicher Whistleblower ist Chelsea Manning und die ist ja auch, ne, in dem Kontext dann in den USA belangt worden. Julian Hessenthaler ist meiner Ansicht nach am ehesten sogar noch ein Künstler. Ich habe den, der ist nie irgendwie definiert worden. Der fällt auch nicht unter Whistleblower. Der hatte halt einfach eine wirklich lustige Idee und hat dafür einen ganz, ganz, ganz großen Preis bezahlt. Und aber da weiß ich nicht, da hast du vielleicht auch noch mal eine andere Perspektive. Aber ja, deswegen. Aber genau, diese Debatten, ne, die sind halt auch in Brüssel ganz oft geführt worden und die sind auch nicht abgeschlossen, weil dieses, okay, welche Informationen ist im öffentlichen Interesse, wer darf wie viel, worüber, wann reden, was muss eigentlich schon da sein und was wird dann über Leaks ausgehandelt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch immer ein organischer Prozess ist, weil Gesellschaft verändert sich und das ist irgendwas, was immer hinterherhinken wird und da braucht es dann eben innovative Ansätze, wie in der Kunst, um das auf eine Art und Weise früher oder später auszuprobieren und dann die Juristen verankern zu lassen sozusagen. Aber ich weiß nicht, ob es da so eine richtig konkrete Antwort drauf gibt, die dann für alle Zeiten steht und sollte ja auch nicht. Warum denn? Können wir ja alle schlafen gehen. Milo, du darfst gerne darauf sagen. Ja. Genau, also ich finde das eine interessante Diskussion, weil es geht ja jetzt auch bei der Frage der Proben um die Frage der Linie zwischen Öffentlichkeit und Privatheit oder Schutz und einer anderen Form von Befreiung vielleicht auch des Publikums. Also meine Erfahrungen sind, also ganz pragmatisch ist es natürlich so, dass wenn eine der Schauspieler oder sonst Teilnehmer, vielleicht ist es ja auch ein Techniker, ne? Die machen ja auch Fehler und wollen auch Sachen ausprobieren. Wenn die sagen, nee, das sorry, ich brauche jetzt einfach 4 Stunden und da ist vielleicht gar niemand da und dann probiert einfach der Videodesigner was aus oder wie soll ich sagen, es gibt eine Szene, die ganz schwierig ist. Natürlich wird das akzeptiert, aber ganz grundsätzlich ist die Situation, und das finde ich ziemlich interessant, dass Leute, und die verfolgen dann die Proben oft über längere Zeit. Das sind nicht einfach, die kommen nicht einfach rein, also so eben so Bildjournalistenmäßig, weil das würden wir eh nicht zulassen. Und die tragen was bei und die, wie soll ich sagen, das ist fast eher eine Vergrößerung der Sicherheit. Ein Beispiel, wir haben einmal ein Projekt gemacht über Mosul und mussten es dann fertig machen in Westeuropa und hatten halt die Perspektive von dieser Kunsthochschule, also diesen Mosuler Studenten, mit denen wir gearbeitet haben, nicht mehr und haben uns quasi unsicher gefühlt und haben dann einfach wirklich Exil-Irakerinnen, von denen es natürlich ganz viele gibt, in Belgien eingeladen geradezu, dass sie diesen Prozess mit uns machen und Fehler vermeiden und Sicherheit geben. Und ganz grundsätzlich geht es mir darum, und das ist nochmal eine andere Debatte, den Prozess gegenüber dem Produkt aufzuwerten. Also davon wegzukommen, dass man sagt, wir arbeiten, weil die größte Angst der Schauspieler ist nicht, dass sie sich unsicher fühlen, sondern es ist der Blick der Zuschauer, ist, dass sie etwas Nicht-Perfektes abliefern. Und ich glaube, das loszuwerden und auch das Publikum zu befreien, dass sie nicht urteilen gucken müssen, sondern dass sie gewöhnt werden, Dinge zu sehen, die im Prozess sind. Das war für mich ganz wichtig, als wir begonnen haben, mit dieser Institution zu arbeiten, dass es einen Kollektivprozess gibt, wo aber nicht nur die 5, keine Ahnung, Kunststudenten, die sich eh schon von der Schule her kennen, dann das sogenannte Kollektiv sind, sondern eben auch das Publikum dazugehört, vielleicht Leute, die damit nichts zu tun haben. Und dass sich eine andere Gemeinschaft entwickeln kann an so einer Institution. Ich finde, es hört sich super, super, super spannend an, auch weil ihr vorhin das ganz kurz angerissen habt, dieses Thema, dass das Patriarchat ist. Also das finde ich ganz interessant. Also schon auch dieses, man ist super ergebnisorientiert sozusagen. So was kommt am Schluss dabei raus?
Und du sagst ja gerade so, viel mehr interessiert vielleicht auch der Prozess dahin oder diese Wertigkeit des Prozesses. Und da würde ich schon sagen, dieser Prozess ist was sehr Feministisches, mehr auf den Prozess zu gucken und nicht so sehr auf das Ergebnis. Ja, ich finde, das hört sich... mir ist auch noch ein Gedanke, aber den habe ich jetzt auch vergessen. Aber vielleicht komme ich darauf noch mal zurück, weil, mich würde, glaube ich, schon interessieren, also das würde mich wirklich interessieren, was denn der Unterschied aber macht, weil dieser Probenprozess ist ja was, das findet im Moment statt und auch die ZuschauerInnen auch so, das ist was, das erleben wir dann mit. Und würdest du einen Unterschied machen zu einem Kamerateam, das dabei ist und das filmt sozusagen oder vielleicht auch ein Livestream ins Internet, weil ich das Gefühl habe, das würde es dann schon nochmal auf eine andere Ebene führen, weil das dann immer da wäre sozusagen. Also man könnte, es wäre dann immer auf YouTube, würdest du da einen Unterschied machen? Ja, total. Also das sehe ich nicht als Gemeinschaft und das sehe ich nicht als einen Austausch, weil ich kann ja mit der Kamera auch nicht reden. Mhm. Ich glaube, es ist, also diese Grenzung geht noch weiter. Es ist ja René Polisch gestorben vor ein paar Tagen und ich wurde dann quasi gebeten, einen Nachruf zu schreiben, was ich gemacht habe. Und da habe ich mich dann gefragt, wie haben die eigentlich gearbeitet? Also dass zum Beispiel auch die Produkte selber, es geht ja gar nicht darum, dass die Schauspieler mitschreiben und das, was dann immer das Klischee des kollektiven Arbeitens ist, sondern es geht tatsächlich darum, dass auch, wie soll ich sagen, dass eine Premiere quasi nicht zählt. Eine Premiere ist ein Wasserstand und vielleicht entwickelt sich es in 2 Jahren nachher weiter, gerade weil das Publikum was sagt, also gerade weil man es in einem anderen Land zeigt und dann sind plötzlich andere Leute, die drauf gucken und man merkt, man lag total falsch oder man hat wirklich gewisse Dinge überhaupt nicht einbedacht. Und das ist das, was mich interessiert, aber einfach eine Kamera, die drauf guckt, also so Big Brother-mäßig ist, also finde ich total... Also das finde ich, wie soll ich sagen, das hat nichts Befreiendes und das würde, ich glaube, das würde wirklich die Leute kaputt machen, wenn das, also es ist ja genau das, was im Übrigen gemacht wird in unserer Gesellschaft. Das ist ja quasi das negative Veröffentlichungen des Intimen und die Zerstörung des Schutzraums. Mhm. Aber eine Gemeinschaft zu schaffen, in der man gemeinsam an etwas teilnimmt und zwar produktiv teilnimmt, das heißt nicht, dass die Dinge dann schlechter werden, weil das Produkt nicht mehr wichtig ist, das könnte man ja glauben. In Wahrheit werden sie ja besser und reicher und dichter und man denkt schneller gemeinsam. Also es ist ja schon, es lustigerweise bringt es ja was auch einfach auf dieser, also wie soll ich sagen, die Rückkopplung auf der Produktebene ist ja tatsächlich da. Und ja, wie gesagt, eine Kamera, nee, das glaube ich nicht, dass das Sinn macht. Ja, nun ist das ja hier auch eine Art Premiere, dieses Gespräch, und wir sind auch eine Gemeinschaft. Und jetzt sehe ich da hinten die Uhr, wir sind kurz vor 17.30 Uhr. Das heißt, jetzt darf ich das Publikum anregen. Gibt es Fragen? Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, eure Fragen aufzunehmen und mit reinzunehmen. Ich sehe da an der Seite schon eine Hand, die sich hebt. Ja, nur weil, hört man mich schon? Ja. Nur weil eben das Hauptaugenmerk dieses Panels hier liegt jetzt auf der Rolle der Kunst im Aktivismus und ihr drei, die jetzt da seid, tragt da zu dem Aktivismus sehr unterschiedlich bei und ich wollte euch alle drei eigentlich nur fragen, worin seht ihr eure Rolle? Weil vorher ist auch angesprochen worden, wann und wie passiert Aktivismus? Und für mich ist es eben ein Prozess, der was darüber hinausgeht, über diesen organisierten Protest, der auf der Straße ist, wo eben sehr viel Gedankenarbeit im Vorfeld oder auch Kunst als Inspiration dienen kann. Und nur in die Runde, worin seht ihr euch in diesem Prozess oder wie trägt ihr dazu bei? Sehr Max. Du anfangen. Ich hatte gehofft, jemand anders fängt an. Naja, ich möchte die Hoffnung dir nicht nehmen. Oder ich kann auch gerne. Also gerne. Es wird kurz, aber ich glaube, also wenn ich das jetzt so verstehe, also was treibt euch auch? Ich glaube, ich habe immer irgendwie das Bedürfnis gehabt, dass Menschen vielleicht anfangen, ein bisschen netter zueinander zu sein und irgendwie auf welcher Ebene, ob das individuell ist, ob das irgendwie auch in der Struktur
und in der Gruppe, aber das ist das, was, worauf meine Arbeit abzielt im Endeffekt und auch natürlich in der Form, wie sie sich äußert. Ich bin tendenziell gerne beobachtender unterwegs als irgendwie besonders radikal handelnd, ganz ehrlich, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie andere Ansätze, die anderen näher liegen, irgendwie weniger wertschätze, aber genau, ich glaube, es wäre schön, wenn wir alle netter wären. Allerdings. Okay, jetzt kann ich antworten. Danke. Ja, also ich würde so meine Rolle oder was mich interessiert, ich glaube, dass halt Kunst für mich, aber ich habe das auch bei anderen Leuten gesehen, einfach so wirklich, die mich so inspiriert hat und auch ermächtigt hat, mich einzubringen in diese Welt und mir dieses Gefühl zu geben, yes. Einfach dieses Gefühl, auf einem Konzert zu stehen oder ein Buch zu lesen oder im Theaterstück gewesen zu sein. So. Und ich glaube, ich möchte und ich bin auch eine extreme Menschenfreundin und ich glaube daran, dass es wichtig ist, dass wir uns als Menschen nicht hinter einem Wir verstecken, sondern dass es auf uns einzeln ankommen wird. Und was macht das? Und ich, für mich war das halt so die Kunst, die so einzeln einen anrufen kann. Und das mache ich auf jeden Fall mit Radikale Töchter, dass ich Menschen ermutigen möchte, ins Handeln zu kommen. Also dass es auf sie ankommt und dass sie wertvoll sind in dieser Gesellschaft. Und dass ihre Gedanken und ihre Ideen und das, was ihnen wichtig ist, dass das wertvoll ist. Ich würde gerne noch eine Sache hinzufügen. Ich dachte vorher schon dran, als es darum ging, muss was sich konkret ändern. Und dann hieß es ja, und die Kunst muss konkret sein, und das glaube ich eben auch. Also ich denke wirklich, also ganz marxistisch, dass es wirklich um die Vergesellschaftung der Produktionsmittel in dem Sinne geht, dass wenn das Kunstwerk weg ist in dem Kontext, wo es war, dann hat sich im Grunde dieser Kontext so verändert, dass die Leute, die in diesem Kontext sind, dann auch Kunstwerke schaffen können. Wenn ich jetzt mal ganz einfach von der Kunst aus denke, wir haben ein Projekt, das habe ich kurz angesprochen, das Irak-Projekt in Mosul gemacht. Wir haben gemerkt, die können gar nicht touren, weil die Visumsrechte sind so in der EU. Die lassen die gar nicht rein, die haben Angst, die tauchen sofort unter. Also Theater zu machen und das zu touren, haben wir gemerkt, nachdem wir Theater gemacht haben, hat eigentlich keinen Sinn. Und dann haben wir mit der UNESCO diese Filmschule gegründet und haben dann angefangen, diese Filme da zu drehen, Leute auszubilden, Produktionsmittel, also das ist heute ja eine Kamera, ein Schnittraum, und die Distributionswege zu öffnen, dass man die dann auf den Festivals zeigen kann. Und ich habe eigentlich mit Schrecken gemerkt, dass diese Studentinnen von der Kunsthochschule in Mosul in 2 Monaten gleich gut waren wie ich und meine Kollegen, die das seit 20 Jahren machen. Und dann merkst du plötzlich, die hatten einfach keinen Zugang zu den Produktionsmitteln und zur Distribution ihrer Dinge. Und ich glaube, das ist, also das als ganz einfachen Gedanken, wenn man sagen kann, ich glaube, Godard hat das gesagt, ein Film muss im Grunde die Art und Weise, wie man Film macht, verändern. Es ist nicht so, dass Leute rausgehen und dann irgendwie plötzlich was verstanden haben, das ist auch wichtig, aber im Grunde muss nachher es anders möglich sein und für andere möglich sein, auch Film zu machen. Das ist nun mal mein Bereich, deshalb spreche ich darüber. Ich bin, keine Ahnung, ich bin kein Jurist und kein Lehrer und kein, ich frage mich einfach, wie verschafft man Zugang? Und das ist immer sehr, sehr konkret, glaube ich, an sehr einzelnen Beispielen zu verändern. Ich sehe, da ist noch eine Hand gehoben worden, in der 4. Reihe. Ich finde die Diskussion total interessant. Ich wollte euch fragen, warum ihr euch so sehr abgrenzt in den Disziplinen. Also die gesellschaftliche Arbeitsteilung ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen ein Problem im Vorwärtskommen. Also Marx sagt ja, ein bisschen Politik machen, ein bisschen fischen gehen, ein bisschen malen, ein bisschen verwalten, ein bisschen Care-Arbeit müsste man noch dazu nehmen. Also wenn man diese Gesellschaft erreichen können, dann würde man, glaube ich, selber jetzt auch immer ein Stück zur Seite treten müssen. Und die Kunst hat ja juristisch Riesenvorteile. Also ich mache Politik im Mantel der Kunst, wenn ich radikaler sein will. Ja? Das ist fast eine schusssichere Weste, wenn man sich den Mantel der Kunst umhängt.
Und umgekehrt kann man, ich habe jetzt mal ein Theaterstück im öffentlichen Raum in Wien angemeldet, weil die Behörden so krass destruktiv waren, dass die Künstlerinnen es nicht geschafft haben, in 2 Monaten Spielgenehmigungen zu kriegen. Und dann changiert man halt und meldet diese Veranstaltungen einfach als politische Kundgebungen an, weil der Vorteil an politischer Kunst ist ja, dass sie auch immer Politik ist. Also dieses... Die Frage ist so, wie kann man so ein bisschen changieren und herumspringen zwischen den Feldern? Dann vielleicht an dich, Milo, weil du auch Theater machst und politische Kunst. Hast du Milo gesagt? Ja. Es wird immer so runtergepegelt, wenn jemand spricht, dass ich es dann kurz nicht mehr höre. ja. Also ich habe festgestellt, weil ich über den Irak gesprochen habe, wenn man, also als wir da begonnen haben, 2016 das vorzubereiten, und das läuft jetzt noch, war damals noch der IS in der Region und es gab ganz viele Straßensperren. Und da waren die Milizen, und wenn man da durch wollte, und dann hat man gesagt, wenn man gesagt hätte, ich bin Journalist, ich habe einmal den Fehler gemacht, dann musste ich einen Tag lang in irgendwelchen Hinterzimmern sitzen. Wenn du sagst Künstler, dann haben sie dich durchgewunken sofort, weil sie überzeugt sind, dass da im Grunde nichts hinten rauskommt, was ihnen schädlich werden könnte. Und das ist natürlich ein Widertum. und also es ist auch meine Erfahrung, was du da sagst. Ich habe also da mit der Arbeitsteilung, ich glaube, du hast schon recht. Das ist der marxistische Humanismus, dass wir all das in uns vereinen und das sollen wir auch tun. Gleichzeitig habe ich einfach einen großen Respekt tatsächlich vor, also du musst halt 30 Jahre lang Anwalt im Kongo gewesen zu sein, damit du wirklich weißt, wie du einen Fall angehst, mit wem, wie du vorgehst, eben was ist gefährlich für einen Whistleblower, was nicht und so weiter und so fort. Das kann ich einfach nicht einschätzen. Und deshalb habe ich immer das Gefühl gehabt, dass so Kollektive zu schaffen mit ganz unterschiedlichen ausgebildeten Fähigkeiten ist extrem wichtig und hilfreich. Deshalb bin ich immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, ich bin Aktivist, weil ich das tatsächlich, ich arbeite immer mit wahnsinnig effektiven Aktivistinnen zusammen, die dann aber auch schon 30 Jahre in der Community sind. Also ich kann ja nicht in den Ostkongo gehen und sagen, ich mache jetzt ein Kongo-Tribunal, sondern das sind natürlich die Anwälte, die schon seit 30 Jahren daran arbeiten. Und dann setzt man sich zusammen und plötzlich bekommt man einen Zugang, den man vielleicht nicht gehabt hätte. Also das ist so meine Erfahrung. Natürlich schützt man durch den Fakt, dass man am Schluss noch sagt, das ist ein Theaterprojekt, das ist ein Filmprojekt, schützt man die Sache ungemein. Also wenn du in Ostkongo gehst und sagst, wir machen ein Tribunal gegen die Minenindustrie und gegen den Minenminister, dann geht es extrem schnell, dass du da draußen bist. Aber wenn du sagst, ich mache ein Kunstprojekt und da geht es irgendwie noch um den Koltanabbau, dann sagen die Leute, aha, okay, ja, mach mal. Mhm. Ich sehe jetzt doch noch eine Nachfrage. Mich würde was sehr abstrakt Konkretes interessieren. Und zwar, ich glaube, Veronika, du hast es gesagt, du hoffst, dass nicht nur monetäre Gründe immer so ein Driver sein können, sondern auch die Lust am demokratischen Handeln. Jetzt ist es so, als Lehrperson sehe ich ganz viele Jugendliche, sehe ganz viel Tolles und ich bin definitiv kein pessimistischer Mensch. Aber oft fragt man sich dann so, wie entzündet man den Funken bei Menschen, dass sie Lust kriegen an Demokratie? Weil wir haben es heute schon in einer anderen Veranstaltung gehört, Demokratie ist irrsinnig anstrengend. Und wie kann man jetzt Lust schaffen? Vielleicht Frage an alle, wie könnt ihr mit euren respektiven Disziplinen, aber auch interdisziplinär dazu beitragen, Lust an sowas Komplexen, aber gleichzeitig Wichtigen wie Demokratie zu fördern? Das könnte also jetzt... Das ist ein Teil meines Jobs. Also vielleicht noch mal kurz zu der Frage davor auch. Ich würde, glaube ich, sagen, also ich liebe das auch, interdisziplinär zu arbeiten, auf jeden Fall. Also das Theater muss auf die Straße und die Kunst raus aus dem Kunstraum. Und wenn es eine Demo braucht, die man anmeldet und trotzdem ist es eine Oper, dann ist das genau richtig. Das finde ich super. Trotzdem, glaube ich, guckt man schon aus unterschiedlichen Brillen und die sind total schön. Also als Juristin würde ich auch changieren und spielen und trotzdem würde ich aus meiner juristischen Brille gucken. Das mache ich nicht. Ich glaube, ich gucke dann aus so Handwerkszeug, das ich gelernt habe sozusagen. Also das würde ich jetzt vielleicht
damit reingeben. Und zu deiner Frage, wie mache ich Lust? Ich glaube schon, dass dieses Aktionskünstlerische, das merke ich vor allem bei jungen Menschen, die keinen Bock haben auf Politik und das ist alles super öde und dieses Gequatsche und Plakate, boah, ist das langweilig, dass das super krass Spaß macht. Also, dass wir wirklich einfach mit einem riesen, so einem Inspirationskoffer von Menschen kommen, die einfach aktionskünstlerische Sachen gemacht haben. Die waren so an der Grenze zur Illegalität oder es war illegal und es ist super lustig und dann haben sie Mächtigen ans Bein gepisst und haben alle möglichen Sachen gemacht und dann fängt es an, Spaß zu machen und dann so die Frage, so, also die KünstlerInnen hat das wütend gemacht, deswegen haben sie die Kunst gemacht. Was macht euch denn wütend? Wie möchtet ihr denn so ins Verändern kommen? Und wir haben so mit künstlerische Methoden mitgebracht und kommen dann über ihre politischen Themen, die eigentlich jeder hat, so dass man was ungerecht findet und so. Aber man würde halt nicht in eine Partei eintreten deswegen jetzt oder in die Kommunalpolitik gehen oder in den Schülerrat so unbedingt, wenn ich das nicht vom Elternhaus schon mitbekommen habe, sondern dieses künstlerische Arbeiten ist da schon voll der Ansatz und ich glaube halt auch dieses bisschen Verbotene, also dieses sich auflehnen dürfen, so, das macht auf jeden Fall Lust. Ja, ich weiß nicht, nur ergänzend vielleicht, ich habe auch ganz viele Gedanken auf einmal dazu, aber ich habe, also für mich kommt das auch so ein bisschen drunter, dass, wie soll ich sagen, also politisches Handeln ist ja im Endeffekt so divers wie die Individuen, ne? Also wir haben alle irgendwie eine Art und Weise politisch zu handeln, ob das dann, und das ist ja das andere, also Demokratie heißt auch so viele Dinge gleichzeitig, dass ich gar nicht weiß, ob sich das alles irgendwie so einfach unterbrechen lässt, aber ich würde das jetzt auch unterschreiben, was du sagst, so dieses, okay, also wenn man irgendwann das Herz spüren, Schlagen spürt und merkt, okay, das frisst mich echt an und das möchte ich eigentlich nicht mehr, dass es so ist und sich damit dann auseinanderzusetzen, ist im Grunde genommen ja schon mal politisch, egal wie sich das dann äußert und das ist ja auch ein Beitrag und deswegen, ich meine, es gibt so viele Sachen, wo man als Aktivist mit Perspektiven anderer konfrontiert ist, die man absolut nicht schlucken will. Aber am Ende gehört es halt zum Menschsein dazu, irgendwie zu akzeptieren, dass wir wahnsinnig diverse Perspektiven haben und dass die alle erstmal zumindest im Denken eben auch ihre Berechtigung haben müssen, weil sonst das ist halt auch scheiße. Vielleicht nochmal zu deiner Arbeit mit den jungen Menschen, wenn du dann Fragen stellst und auch auf das Thema Wut eingehst und so. Hat mich jetzt nur interessiert, kannst du ein Beispiel nennen von Aktionen, die in den Workshops entstanden sind oder ein Beispiel vielleicht als Inspiration für den Herrn, der gerade die Frage gestellt hat? Ja, also eine Aktion, die entstanden ist in einem Stadtraum, dass eine Bäckerei beispielsweise hatte so einen ziemlich rassistischen Namen und den haben sie dann nachts den umbenannt. Und nicht nur haben sie ihn umbenannt, sondern es ging eigentlich eher um das kleine Filmchen, das dabei entstanden ist, weil sie haben einfach behauptet, der Laden hätte sich von sich aus umbenannt und haben dann eine Umfrage in der Stadt gemacht, in einem Städtchen, so, was halten Sie davon, dass sich die Bäckerei umbenannt hat? Wie sehen Sie das? Und haben sozusagen diesen kleinen Film als so Hyperrealität, wie wäre es denn, wenn es von denen ausgekommen wäre, so benutzt, so kleinere Sachen. Aber vielleicht ist auch nochmal voll wichtig zu sagen, dass dieses, ich würde sagen, der Prozess fängt nochmal wie viel früher an, nämlich auch, wie Milo gesagt hat, nicht bei dem Ergebnis. Alle fragen mich immer nach dem Ergebnis und es ist total lustig, was dabei rauskommt. Aber der Prozess ist viel wichtiger, also dass jemand, der bei Deichmann eine Ausbildung macht, zum ersten Mal darüber nachdenkt, ich bin ja politisch, mich macht was wütend, ich habe so einen Impuls in mir, der was verändern will, so. Und ganz am Schluss steht, dass man eine Haltung auf ein Schild schreibt und sich einen Stadtraum stellt oder sowas, ne? Aber erstmal, dass ich überhaupt eine Haltung habe oder sowas oder dass das politisch ist oder so, das ist, finde ich, das viel Interessantere und da ringe ich nämlich auch immer noch damit, wie man das ja noch mehr in Bilder fassen kann, so, weil das ist so spannend, was da passiert und da fehlen mir manchmal uns die Bilder, so dieses, das darstellbar machen, weil dieser Moment halt, das ist so dieser Moment, wenn ich berührt werde auf einem Konzert, das ist ja, es kann deine Welt verändern, aber wie stellt man das dar? So, das bin ich immer noch am Suchen.
Also ich kann dich dann dazu hoffentlich begeistern, dann dich mit den Wiener Festwochen zu beschäftigen, weil da gibt es dann eine Zusammenarbeit. Ich bin jetzt nicht im Bilde, was genau, ob es Workshops gibt, aber der Milo hat erwähnt, dass da auch Radikale Töchter vertreten sein wird. Das werden wir dann morgen um 10 Uhr vormittags bei einer Pressekonferenz, die auch, wie das hier live zu streamen ist, zu den Wiener Festwochen erfahren. Also ich möchte jetzt keine Gegenwerbung machen, ich glaube, das ist auch eine Gemeinschaft. Und für das Elevate-Publikum vielleicht morgen früh zum Frühstück, was ganz gut ist. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen, ich sehe jetzt keine Hand, die sich, gerne, dann geht es dann auch weiter, das ist sehr schön. Danke für das spannende Gespräch und ich glaube an den Punkten, wo jetzt gerade Ceci du warst und auch Milo, was du in deinem Essay Rückeroberung der Zukunft geschrieben hast. Du hast nämlich, da finde ich einen ganz wichtigen Begriff reingebracht, zwei eigentlich, den Minimaldissens und den Möglichkeitsrealismus. Und ich finde, das, was die Ceci gerade beschrieben hat, ist, finde ich, sehr viel dieses Möglichkeitsrealismus. Also mal was zu zeigen, was halt auch sein könnte, also diese Hyperrealität. Aber du hast eben die Problematik davor, dass eben ganz viel von dem, was im Weg steht, wenn wir zum Handeln kommen, so ein Aufreiben an Details ja irgendwo auch ist. Aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, nicht nur, was du mit diesem Minimaldesigns, den ich so spannend da fand, sondern auch, wie wir über den auch wegkommen, wie wir hineinkommen, diesen Möglichkeitsrealismus, ob du dazu nochmal ein bisschen auch, wie kommst du in deinen Projekten beispielsweise über den Streiten über, wer hat jetzt welche Auslegung besonders korrekt, besonders kritisch, wo kommst du ins Kreative, Konstruktive, Kollektive, wie auch immer, ja. Ja, also ich glaube, was einen selber anbelangt, natürlich Demut und was die anderen anbelangt, Großzügigkeit. Also es gibt eigentlich keinen anderen Weg, den Minimaldissens zu überwinden, dass ich nicht beim anderen hinhöre, und das macht unsere Gesellschaft fast schon, permanent. Wo finde ich den kleinen Fehler, den Widerspruch, wo es nicht zu Ende gedacht ist oder wo es nicht fertig ist? Und ich glaube, dass man einfach sagt, okay, ich höre mir das mal an, vielleicht versuche ich es zu verstehen. Aha, ich merke, das regt mich auf. Warum eigentlich? Welcher Punkt? Was muss ich noch klären? Also das ist das, was man in der Arbeit sehr oft, das habe ich schon gemerkt, dass ich habe viele Formate geschaffen, wo man zum Beispiel die Prozessformate, die Moskauer Prozesse, wo plötzlich, also das ist vor 10 Jahren, bevor es wirklich schlimm wurde in Russland und ich dann ausgewiesen wurde, aber wir haben im Grunde orthodoxe Radikale und Pussy Riot. Und dann gab es halt immer 10 Minuten, man musste dazuhören. Und dann hat man plötzlich, ich muss das wirklich sagen, das ist für mich selber skurril, ich habe plötzlich einen Moment lang die orthodoxen Radikalen begonnen, einen Moment zu verstehen, was wirklich unwahrscheinlich ist. Und dann haben sie 10 Minuten Pussy Riot zugehört und haben plötzlich verstanden, warum die eigentlich in diese Kirche gegangen sind und da Punkmusik gemacht hat. Weil sie fanden, dass dieser Raum entweiht wurde, weil Kirill, also der Chef der Kirche, mit Putin sich zusammengeschlossen hat. Und sie die Kirche zurückerobern mussten, politisch. Und dann haben die zugehört und die haben das auch verstanden. Und haben gesagt, ach so, das ist ja eine Form des Glaubens. Und haben das dann bei sich einsortiert. Aber lustigerweise außerhalb dieses Formats gab es keinen medialen Raum, in dem man das gemacht hätte. Das klingt jetzt ein bisschen utopisch, aber ich glaube, das ist tatsächlich diese Großzügigkeit, die Zeit, die Demut, dass man denkt, ich habe nicht die ganze Wahrheit, aber jeder einen Teil davon, lassen wir es mal zusammensetzen. Deshalb habe ich vorher auch gesagt, es muss nicht alles aus uns selber kommen, aus der zufälligen Individualität, die wir sind, sondern... Und es kann ja auch durch ein anderes Gegenüber plötzlich was anderes abgerufen werden. Also man kann plötzlich merken, aha, man ist eigentlich viel politischer, als man dachte, weil man dann in eine Situation gebracht wird, wo man plötzlich diesen Möglichkeitsraum hat. Und ja, und das ist, glaube ich, der innere Zusammenhang von Minimaldissens und politischem Möglichkeitsraum, in dem man plötzlich etwas machen kann, was plötzlich wirksam wird und man plötzlich so mit einer Selbstwirksamkeit und dann letztlich einfach mit Spaß, Erfülltheit erfüllt ist. Da gibt es noch eine Frage ganz hinten. Bitte. Mir kommt gerade noch eine
ganz andere Frage. Kann das nicht sein, dass wir manchmal auch schon in einer Zeit des Überreizes oder Angebotes sind? Also man kann Filme ständig schauen, man kann ins Theater gehen und das ist, habe ich manchmal das Gefühl, es geht von dem einen ins andere, auch dadurch, dass wir Handys ständig konsumieren und die Leute einfach Filme, Bilder, Informationen nacheinander anschauen und weiter switchen. Und wie sehr können wir Reize überhaupt noch aufnehmen oder wie kann eine Aktion noch besonderer sein oder noch auffälliger sein? Was ist eure Erfahrung dazu? Und was mich noch interessieren würde, kann man als Zuschauer, als Konsument von Kunst wirklich auch tiefergehend das aufnehmen oder müsste man eigentlich selbst zum Mitspieler oder in der Rolle sein oder einmal auch auf der Bühne stehen, damit es wirklich eine tiefgreifende Veränderung hätte? Vielleicht zuerst die Radikalität-Frage. Brauchen wir Radikalität? Ja, ich habe es gar nicht so sehr als Radikalitätsfrage gesehen, sondern eher die Frage so nach dieser Aufmerksamkeitsökonomie, also ob ich mich dann als politische Künstlerin, weil natürlich ist es wichtig, wenn man politische Kunst macht, dass man ja auf Themen aufmerksam machen möchte, wo man sagt, so, die haben vielleicht nicht genug Bühne und denen möchte man Bühne geben und dann sozusagen die Frage, ordnet man sich irgendwie dieser Aufmerksamkeitsökonomie dann irgendwann unter und wann ist einem die Aufmerksamkeit vielleicht wichtiger? Also ich glaube, das war schon, ich bin ja nicht mehr im Zentrum für politische Schönheit, ich bin am 2019 raus, als ich Radikale Töchter gegründet habe, aber ich habe schon dort da das Gefühl gehabt, dass das ein Thema von uns war dann irgendwann sozusagen die Frage. Also und ich würde das nicht, ich glaube, das ist nach wie vor aber auch ein super wichtiges Thema, weil natürlich, wenn es um die Sache geht und man mit der Sache Menschen erreichen will, dann ordnet man sich dem sozusagen unter oder dann ist es wichtig, diese Aufmerksamkeit zu gehen. Aber ich würde da wieder sagen, ich als Künstlerin habe dann irgendwann gemerkt, ich will mich dem sozusagen verweigern, weil ich finde, dann leidet die Kunst manchmal darunter. Da würde ich vielleicht auch wirklich da nochmal den Unterschied ziehen zwischen AktivistInnen und aber auch da natürlich die Frage, ich würde auch sagen, dass radikal, man kann nicht einfach sagen, nur weil was radikal ist und in die Medien kommt, dass es deswegen dann auch wirkungsvoll ist oder was bringt oder uns weiterbringt, das würde ich eben verneinen auch. Ich weiß nicht, was... Ja, nee, also das würde ich nur unter... Ich glaube nicht, dass nur weil irgendwas radikal ist, dass es deswegen auch Wirkung hat und andersrum. Also, ne, gutes Ding, langsam. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so viel. Ja, wir haben ja auch schon am Anfang darüber gesprochen, wie wichtig eigentlich diese Wirksamkeit bei politischem Aktivismus ist. Und das ist eben nicht das, sondern der Prozess ist dann auch oft das, was es braucht. Ja, und Wirksamkeit ist auch halt eben nicht nur vom Prozess abhängig. Also das ist ja das andere, ne? Weil es immer irgendwie eingebettet ist in den Kontext und man manche Sachen auch einfach... Also in meiner Arbeit ging es auch oft um politischen Willen im Endeffekt. Also wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir das angesprochen hatten, aber zum Beispiel diese Arbeit, die Forensic Architecture im Zusammenhang mit Hanau gemacht hat, die war wahnsinnig öffentlichkeitswirksam und am Ende ist sie halt einfach voll gegen eine Wand gelaufen des politischen Willens, weil einfach keine Lust hat, sich mit dem Rassismus in der deutschen Polizei auseinanderzusetzen. Und dann wird sowas auch nicht wieder aufgerollt und begraben. Und genau, deswegen, also es existiert alles nicht irgendwie unbedingt nur im Vakuum. Genau, du warst federführend bei der Aufarbeitung der rassistischen Terrorattacke in Hanau. Oder? Mit deiner Arbeit bei Forensic Architecture. Ja, federführend ist ein bisschen groß, aber ich genau, wir haben daran gearbeitet und das war auch in dem Kontext eben, dass quasi eigentlich die Untersuchung nochmal aufgerollt werden oder nochmal von der Staatsanwaltschaft betrachtet werden sollte. Da gab es einen Untersuchungsausschuss. Kollegen von mir haben da auch quasi die Untersuchung der Organisation als Beweismittel vorgestellt und am Ende ist das Verfahren einfach trotzdem geschlossen geblieben, weil es aber politische Gründe hatte und nicht, weil, sage ich mal, die Beweislage nicht stichhaltig gewesen wäre. Wobei es politische Relevanz hat, richtig, die Arbeit. Ja. Ja. Okay.
Gibt es da jetzt noch Fragen? Noch? Ja, super. Wir haben ja noch 5 Minuten. Ja, eine Frage, die eigentlich an das anschließt, was gerade gekommen ist. Also jetzt nicht nur bezüglich der Rolle von Teilnehmender bzw. Zuschauerin im Theater, sondern grundsätzlich die eigene soziale Situation jetzt unter Bezug dazu. Frage an Ceci und Milo. Also ich nehme oft, ich habe mich ein wenig mit Theater als Protest jetzt für Klimawandel beschäftigt und nehme da schon eine gewisse Kunstverdrossenheit wahr bei vielen Gesellschaftsschichten, für die man das vielleicht einfach schwierig zugänglich gestalten kann. Was für Ideen oder Erfahrungen habt ihr, gewisse Kunstformen oder jetzt Theater spezifisch für Gesellschaftsgruppen zu öffnen, die mit dem nicht notwendigerweise gut vertraut sind? Wie kann man das attraktiver oder innovativ gestalten, so dass man den Impact vergrößern kann? Ja, wir schauen auf den Bildschirm und dann wieder auf dich. Ich würde dich zuerst sprechen lassen, wenn es okay ist, und vielleicht noch was sagen. Ja, ich glaube, also ich gehe dann halt einfach raus aus dem Theater, sage ich jetzt mal. Also ich schaue mir an, wen möchte ich denn erreichen? Und dann, wenn das über einen Gaming-Influencer ist, dann interessieren mich die Gaming-Influencer und die Personen, die was erzählen. Oder auch, ja, auch wenn das für mich ein schwieriges Medium ist, auch mit TikTok, natürlich sozusagen so, wie funktioniert diese Art von Videoschnitt, Videokunst, wie wird darüber was erzählt, wie kann ich das auch hacken, wie kann ich vielleicht auch, weiß ich nicht, tolle Beispiele auch von Aktivistinnen, Schminkvideos, wo sie dann während dem Schminken darüber sprechen, dass die Problematik mit den Uiguren und so weiter und so fort. Also das sind so Sachen, die ich total spannend finde, so, dass man nicht diese Arroganz hat, der, weiß ich nicht, unserer Kulturschaffenden, dass die Leute ja zu uns kommen müssten und sich mit Shakespeare und was auch immer beschäftigen, sondern so ja eher, wie bringt man den Shakespeare, wie kann man diese Medien durchbrechen, so, das finde ich einfach allgemein total spannend. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Das ist das, was ich im Buch unwahrscheinliche Kollektive nenne. Es geht ja nicht darum, was Shakespeare geschrieben hat, sondern es geht darum, wer Shakespeare liest. Und ich glaube, man muss irgendwie die Gruppen, die man zusammenstellt, um sich mit was auch immer zu beschäftigen, entscheiden über das Resultat und über die Milieus, in die man dann zwingend hineindringt. Beantwortet das deine Frage? Ja. Okay. Gut. Dann blicke ich nochmal auf die Uhr, weil die da hinten sehe ich jetzt nicht. Wir sind bei 2 Minuten vor Schluss. Ich möchte so brutal sein, weil ich weiß, dass im Anschluss auch ein Film gezeigt wird und nochmal du auch dabei sein wirst bei dem Q&A im Anschluss von dem Film. Er heißt auch ziemlich brutal, We are all going to die. Ich kann euch das sehr ans Herz legen, hier zu bleiben und den Film und dann nochmal die Diskussion mit dem Regisseur und dir, Veronika, anzusehen, mitzudiskutieren hoffentlich. Und ich möchte gerne mit den Gedanken von Ceci und Milo abschließen, nämlich schmiedet Bündnisse, sucht euch KomplizInnen. Und weil es geht darum, dass wir die Welt verändern, vielleicht sogar hier auf diesem Festival. In diesem Sinne vielen Dank an Veronika Naht, Ceci Leonard, auch an dich, Milo Rau, an euch, dass ihr so schön mitdiskutiert habt und zugehört habt. Vielen Dank auch an die Menschen, die im Stream zugesehen haben und noch ein schönes Festival. Applaus